Hallo zusammen, hier ist wieder Eric Man und wir sind wieder bei Select gelandet und es hat noch was gefehlt an Retail und zwar die Hängerboxen mit den vier exklusiven Shimmer Prisms und die eine Box ist ein bisschen angedotzelt hier und dann hoffen wir mal, dass die mir Glück bringt. Ich hoffe, die Karten sind nicht irgendwie arg beschädigt und dann schauen wir mal rein, was die Hängerboxen so für mich bereithalten. Das ist immer ein bisschen lauter beim Hängerbox auspacken, das wisst ihr ja. Ich denke, ich mache direkt beide auf und hole die Päckchen raus. So. Die Boxen waren von Trace & Chase, leider ein bisschen teuer gewesen zur Vorbestellung. Die sind jetzt im Endeffekt natürlich ein bisschen günstiger geworden. Und dann holen wir mal die Packs raus und gucken uns nochmal die Rückseite an. Wir gehen weiterhin auf die Safari, also die Hand nach Tiger und Elephant Prisms. So sieht das Ganze aus. Und ja, los geht's. Ich denke, wir fangen mit diesem Pack hier an. So, habe gar nicht geguckt, aber die Karten sehen nicht gedamaged aus. Ich weiß jetzt nicht, welches war, aber das sieht eigentlich relativ gut aus. Dann schauen wir mal. Wir haben Duncan Robinson. Dahinter ist die erste Rookie-Karte, ihr wisst. Retail mit dem blauen Base-Hintergrund und eine Menge Rookie-Karten natürlich. Azubuki, Lakers, AD, Lou Williams für die Hawks. Ich sage immer die Teams und da haben wir Gewohnheit auch echt von den Group Breaks. Wir haben Anthony Edwards mit dem Concourse Level Base Rookie Karte, sehr schick. Dahinter haben wir Steven Adams. Auf jeden Fall erstmal ein paar Concourse Level Karten und dann irgendwann kommt Premier Level. Isaiah Joe für die 76ers. Und dann kommen wir zu Parallels und unseren Shimmer. Steph Curry. Luka Doncic. Jetzt ein Premier Level. Einmal Calvin Johnson für die Spurs. Michael Porter Jr. für die Nuggets und dahinter ist Jaylen Brown für die Celtics und dann kommen wir jetzt zu unserem Shimmer und wir haben Goran Dragic für die Miami Heat, Sadiq Bey für die Pistons, sehr sehr nice, Sadiq Bey mit dem Shimmer Concourse Level, die Shimmer gefallen mir auf jeden Fall besser als die Cracked Ice, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, bei Select, auch wenn mir das ganze Bunte nicht so richtig gefällt, aber Schimmer auf jeden Fall besser als Nicht-Schimmer. Karl-Anthony Towns für die Timberwolves und unser letztes Schimmer ist Harrison Barnes für die Kings. Auf jeden Fall eher Veteran-lastig hier unsere Parallels und dahinter haben wir Numbers und es ist LeBron James für die Lakers. Nice. Da wird sich Sebastian freuen, denke ich. Die gebe ich ihm gerne ab. Schreibt mir Sebastian. Und dahinter haben wir ein Silver. Die Silvers haben es dann tatsächlich auch in Retail geschafft, obwohl man erst dachte, dass die ganzen normalen Chromkarten oder mit dem ich nenne es mal weißen Hintergrund, Hobby-Exclusive sind. Bojan Bogdanovic für die Jazz und wir haben nochmal LeBron James und das ist das Green-White-Purple. Genau, und wenn es nämlich das Teal-White-Purple wäre, dann wären die numbered, aber es ist LeBron James. Das lieben wir auf jeden Fall mal. Und den anderen LeBron auch. Sadiq Bey. So, Bogdanovic, Harrison Barnes, Karl-Anthony Towns, Goran Dragic, der Ant-Man. Und dann können wir auch mal noch ein bisschen was toploaden, denke ich. Die Edwards Base. Ist jetzt nicht das krasse Highlight, was man unbedingt sucht, aber die Parallels sind auf jeden Fall schick. Sadiq Bey und LeBron James mit dem Green White Purple. Eher Green Purple Purple, wenn man die Team Color hier an der Seite sich anschaut. Und dann kommen wir auch zur zweiten Hängerbox. Mal aufpassen sollen. Ich denke, ich habe die Rückseite schon gespoilert. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Und dann gucken wir mal, was wir so Schönes drin haben. Sieht nicht nach einem. Ah, okay. Schön verbutschert, sieht auf jeden Fall nicht nach einer Safari aus. Bogdan Bogdanovic, Vernon Carey Jr., Hornets Troll im Haus, Bam Adebayo, Onyeka Okongwu für die Hawks, Danilo Gallinari wollte schon sagen, Dame Time für die Trailblazers, Tyrese Maxey für die 76ers, mit der Base, Kemba Walker, Xavier Tillman, Brandon Ingram. Und dann müssten wir gleich mal zu unseren nächsten Premier-Leveln kommen. Und genau, jetzt geht's nämlich los. Der Devonte Graham für die Hornets.
Gary Harris. James Wiseman, Warriors, sehr nice. Brutal auf Center, wenn ihr euch das anguckt hier, wie klein dieser schwarze Ding ist und wie groß er hier an der Seite ist. Alter, also, das ist nicht den hier, fucking ernst. Wir haben Jason Tatum mit dem ersten von vier Schimmer. JTU. Dahinter ist Kenyon Martin Jr. für die Rockets. Von den Rockets. Ich muss echt aufhören damit. Wir haben Sabonis. Und das letzte Schimmer ist Devin Vassell. San Antonio Spurs mit dem Premier Level. Und dann haben wir noch einen Blue Schimmer tatsächlich. Das ist auch in manchen Hängerboxen drin, habe ich auch schon gesehen. Und es ist, wer sonst? Obi Toppin, New York Knicks. Sehr, sehr nice. Rookie Selection mit dem Blue Schimmer. Die sehen richtig, richtig, richtig brutal nice aus. Also diese Rookie Selection, Blue Schimmer. Mega, mega Knaller. Und dahinter haben wir Giannis mit dem Blue Prism. Die letzte Karte ist ein Silver, also auch ein Blue Prism, Premier Level, Duncan Robinson, Miami Heat. So, und dann sleeven wir noch ein bisschen was. Devin Vassell, Obi Toppin, Sabonis, 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 James Wiseman mit dem Premier Level, Kenyon Martin Jr. Und Jason Tatum. Dann gucken wir uns nochmal unsere Highlights an. Obi Toppin können wir auf jeden Fall nochmal in den Toploader packen. Dann gucken wir uns mal die Highlights an. Und es sind Kenyon Martin Jr. und Devin Vassell mit den Schimmer. James Wiseman mit der Base. Premier Level. Rookie Selections mit dem Blue Schimmer. Obi Toppin, die ist sehr, sehr nice. LeBron James mit dem Green White Purple. Anthony Edwards, die Concourse Level Base Retail Rookie. Und Sadiq Bey mit dem Schimmer und dem Konkurs-Level. So, das war's. Hänger sind nicht immer Banger, aber die waren auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Kein Lamello hat vorbeigeschaut, aber das macht leider gar. Also, es macht, was heißt, macht, weiß, was heißt, das macht leider gar nichts. Das macht natürlich was, aber es ist nicht so schlimm. Lasst gerne Likes da, kommentiert das Video, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Schaut mal auf Instagram vorbei, @RickmanRips und auf RickmanBreaks.de. Da gehen jeden Donnerstag 18 Uhr neue Group Breaks online. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman Rips.